letztes Mal bei Dammit. Nee, komm mal, komm hin. Mit meinem coolen Wishes hau ich drauf. Bin da 18. Das war's. Das war's? Oh, oh mein Gott! Wie willst du sie auslocken? Richtig cool! Mach so, schuh, und dann. Wir reiten mit hoher Geschwindigkeit los. So nach 8 Stunden oder so seht ihr links diesen riesigen Wald mit unglaublich großen Bäumen. Du erinnerst dich zu lesen, dass der Eingang von einem Illusionsstein geschützt wird, der den Eingang unsichtbar macht. Okay, dann folge ich der Felswand in die Entgegengesetzte. Du reitest und reitest und schaust die ganze Zeit, während du gerade ausguckst, natürlich immer wieder zur Felswand, bis du plötzlich in der Ferne so ein, halt das Flimmern entdeckst, was Magie eindeutig darstellt für dich. Und du siehst eine Art Eingang, der eindeutig blockiert ist von jetzt für dich blau erscheinendem Schimmer. Kann ich mal so versuchen, so? Ja, willst du probieren? Du gehst hin und fährst komplett durch. Na, ja, so. Geht. Ihr geht also durch. Achso, du kannst es. Du weißt, in wenigen Kilometern kommt eine Zwischenbasis, die früher dafür war, dass da jemand bewacht, ob jemand diesen Geheimgang unerlaubt nutzt. Okay. Hallöchen und willkommen zurück bei Dammit. Das erste Mal im Dungeon, Season 2, Folge 4. Ich sitze hier natürlich wieder mit meinen allerliebsten Lieblingsspielern. Und wir schauen nun, wie das Abenteuer in Klippet losgeht. Ihr geht rein und es ist ein super monotoner Weg. Du musst, ich weiß nicht genau, wie lange hält dein Lightspell? Steht ganz oben. Eine Stunde, okay. Du musst ihn 4-mal casten ungefähr, bis irgendwas überhaupt im geringsten so aussieht, als wäre da was. Und ihr seht ganz am Ende eine kleine Lichtung, die ein graues Schimmern, also eine graue Lichtung am Ende des Tunnels. Ich guck, was da genau ist. In die Lichtung. Die Lichtung ist weiter weg. Ach, ist eine Lichtung. Keine wortwörtliche Lichtung. Es ist so eine Wurfbreiter oder es halt ist, es kommt Licht am Ende des Tunnels plötzlich. Ich lösche mein Licht. Ja, danke, das wollte ich gerade sagen. Ihr seht nämlich genau. Und jetzt, wo du es ausmachst, siehst du ganz eindeutig ein Licht am Ende des Tunnels. Kein helles Licht, kein starkes Licht, es ist grau. Es ist ziemlich, ziemlich flach. Mach meine Laterne auch aus. Okay, was ist das? Da vorne ist an jemand was erkennen. Ich bin leider jetzt nicht mehr dazu in der Lage, irgendwas zu sehen. Ich sehe nur ein bisschen von dem Licht. Wahrscheinlich genauso wie du. Und wenn ihr die beiden mit Nachtsicht können weiter voraussehen und sie erkennen, dass das eine Art Raum ist. Also quasi so eine Lichtung. Ja. Es ist ein Raum in einem Gang. Aber seht ihr da irgendwas drinnen? Sieht das was? Sehr leer aus? Seid noch zu weit weg. Also könnt ihr, aber ich hab 90 Feet. Ja, wie weit du sehen kannst, glaube ich dir, aber es ist genau, was du da siehst. Da ist nichts zu sehen. Okay, dann gehe ich noch hier näher. Okay. Ich möchte mich auch da ran schleichen, aber nicht ins Licht kommen. Geht. Okay. Ihr geht nun weiter und ich sage jetzt mal, ihr steht wirklich da, wo der Tunnel endet und der Raum beginnt. Ihr stellt euch dort hin und schaut hinein und ihr seht extrem alte, hölzerne Möbel, komplett morsch, komplett alt, kaputt. Alte Spitzhacken liegen dort, Betten, richtig vergammelte Bettwäsche, grau und eindeutig ungebraucht. Und das Licht scheint einfach von einem Stein zu kommen, von einer Art Stein zu kommen, die auf dem Boden verteilt ist. Einfach, der Boden hat leuchtendere Stellen. Es gibt ein sehr, sehr dünnes Licht. Ich habe ja über den Gang researcht und das ist ja jetzt die Stelle. Das ist die Stelle, wo du weißt, dort ist die Wachstelle, die Leute überwachen, dass niemand denn. Gab es da mehr Infos drüber? Also zum Beispiel, wie die das bewachen? Ist das irgendwie, ob das verzaubert ist? Das du meinst? Nee, genaue Infos gab es da nicht, nur dass es halt wirklich eine Wachstelle gibt, die dafür sorgt, dass niemand, der nicht rein darf, reinkommt. Okay. Was ist das? Es ist eine Wachstelle. Dafür, dass wir nicht weiterkommen. Aber ich weiß nicht, ob das verzaubert ist oder ob hier einfach nur Wachen stehen. Oder ob es Fallen gibt. Ich untersuche mal, ob es Fallen gibt. Okay, du gehst an den Rand davon, Würfel auf Investigation. Additional Insight, gell? Ja. Ob Fallen sind. Ja. Ja. 19. Hm. Du erkennst, und es ist nicht getrappt. Nichts davon ist getrappt. Du siehst keine Seile, kein doppelter Boden. Ich sehe nichts. Ich versuche mich zu erinnern, ob mir sowas in den Silbergebirgen schon einmal begegnet ist.
ja, obwohl dort relativ selten, aber du hast auf jeden Fall davon gehört, dass es Steine gibt, die gut im Dunkeln leuchten. Die sind nicht so stark wie eine richtige Lampe oder sowas in der Richtung oder eine Fackel, aber die geben ein angenehmes, dünnes Licht. Also ganz praktisch für Höhlen, so wie diese, für kleine Höhlengänge. Sind die im Stein oder? Das ist eine Art Stein und die sind in den Boden eingebaut. Eingebaut, okay. Ja, also der Boden ist eindeutig ein bisschen von Hand bearbeitet worden, dass er flach ist, dass er schön angenehm ist und dass dort diese leuchtenden kleinen Steine sind. Können wir einen weiteren Weg sehen? Also, weil wir sehen jetzt dieses Lichtungsding. Geht ihr nun richtig rein und schaut euch das komplett an? Ich will erstmal noch hören. Alle stehen an diesem Ding da. Ja. Okay, wenn du siehst, du, ohne reinzugehen, kannst du sehen, dass gegenüber wieder ein neuer Bogen ist, wo man wieder rein kann, wo da drinnen komplette Dunkelheit herrscht. Hinten, glaube ich, geht ein Gang weiter. Könntest du recht haben. Das weißt du auch. Das ist einfach nur ein Kontrollgang, ein Sicherheitsgang. Oh, da geht's einfach weiter. Wir müssen also einfach nur hier durch. Nur ist da wer? Das kann sein. Also früher war ja hier jemand, aber wer weiß. Kann ich einen Check darauf machen, ob ich, das ist die Frage, einen Survival-Check, ob ich irgendwie... Einen Survival-Check darauf, ob ich Fußspuren sehe, also frischere Fußspuren, dass hier jemand langgelaufen ist. Ja. Mach gerne. 15. Du durchsuchst den Boden und du erkennst keinerlei frische Fußspuren außer eure eigenen. Ich sehe auch keine Fußspuren. Das heißt, die Luft ist rein? Ich kann es euch nicht sagen. Es wirkt irgendwie alles ein bisschen sehr... Unser Gegenspieler arbeitet mit Sicht. Ja. Das heißt, überall, wo Licht ist, ist tendenziell Gefahr. Ich gehe jetzt da einfach rein. Du gehst rein, schaust dich um, du siehst drei, vier Betten, komplett morsch, komplett zerbrochen teilweise. Und du siehst auf einem Bett ein Skelett, Zwergenskelett. Der Bart ist noch halb intakt, es war auf jeden Fall ein Zwerg. Und sonst überall kaputte Spitzhacken, ganz altes Holz, alles ganz alte Möbel. Und es ist ein alter Gang, ein alter Überwachungsraum. Jo, die Luft ist rein. Ja, wir folgen die halt. Ja. Kann ich das Skelett genau untersuchen? Gerne, würfel auf Investigation. Investigation. Ich würde mir auch gerne anschauen, aber nur im Sinne von... 11. Ein Skelett. Also, hat er irgendwas an sich noch? Nö, nichts Besonderes. Die Klamotten, halt alte Rüstung und alte Minenkleidung, die ein bisschen der Zeit zum Opfer fiel, aber sonst nichts Besonderes. Der ist tot. Okay. Ich folge nicht. Ich bleib da in der Dunkelheit und beobachte... ob ich irgendeine Veränderung in den Lichtstein oder sonst irgendwo feststellen kann. Okay. Würfel gerne auf Perception für mich. Oh, 19. Okay. Dann wären wir bei 22. Okay, du schaust dir komplett diese Lichtsteine an und achtest komplett darauf, ob was dort passiert. Und du kannst das sehr, sehr gut sehen. Aber es scheint nicht zu passieren. Bisher. Ich sag mal, du behältst einfach alles weiter im Auge. Ich gehe erstmal weiter. Okay, du gehst in den nächsten Gang. Es gibt nur diesen einen Gang. Es geht wieder aus dem, also quasi du gehst rein, hast du diesen Gang hier und dann geht es weiter in diese Richtung. Ich gehe wieder ins Dunkel. Du gehst komplett ins Dunkel, okay. Du siehst, dass der Gang auf der anderen Seite ein bisschen bergab geht, ein bisschen eine Kurve schlägt, also eindeutig ein bisschen krumm und kreuz und quer liegt, was zu erwarten ist bei so einem Bodenprozess. Kommt ihr? Ich würde gerne noch den Raum, es gibt ja noch so ein paar Möbel und so, ob da vielleicht ein Zettel ist mit Infos oder so. Investigation. Ja, okay. Sowas wie 19. Okay. Plus, ist egal. Du schaust dir den Raum an und du suchst durch die Schubladen und rappelst ein bisschen durch die Gegend und schaust dir das an, was du da alles findest. Du findest eine Truhe, du öffnest die und darunter ist der ekelhafteste Gestank überhaupt. Altes Brot, verrottete Kartoffeln und das Einzige, was du erkennen kannst, sind Brot und Kartoffeln, sind noch ein bisschen mehr. Boah, mach das wieder zu. Was hast du da aufgemacht? Mach es zu. Ich mach's zu. Oder ist noch was drin? Nee, nichts weiter. Du schließt die Truhe, du schaust unter das Bett und dieses unterm Bett sehr, sehr intaktes Holz, so ein Holzstiel. Du kannst das Ende davon nicht sehen, aber es scheint ein sehr intakter Holzstiel zu sein. Ein intakter Holzstiel? Du nimmst den Holzstiel, du kannst das Ende nicht sehen. Du nimmst den Stiel und am Ende wird es schwer. Nimmst es hoch und du siehst eine Spitzhacke, die komplett intakt ist, aber also wirklich keinerlei keinerlei Zeit. keinerlei, ja,
Morsch, nichts. Es ist komplett eine ganz normale. Wie meine Spitzhacke. Spitzhacke. Ich gucke so total den Geist an, erstmal so. Okay. Okay. Leg sie leise wieder hin. Leg sie leise wieder hin, die komplett intakte Spitzhacke. Kün, kün. Leise. Und plötzlich. siehst du, dass die Spitzhacke aus das Metall fängt leicht an. Oh nein, sie wurde angefasst. Und es leuchtet. Und es leuchtet stark. Wow. Und das war's. Und es leuchtet und mehr passiert nichts. Und du schaust dir die Steine auf dem Boden an und plötzlich siehst du. Wow, wir müssen hier raus. Wir müssen raus aus dem Raum. Und aus, in der Mitte des Raumes kommt heraus ein Arm. Hoch und aus dem Boden ist einfach nur eine Art Haken. Aber natürlich Haken, kein Metall, nicht. Und ein zweiter und kommt hoch und heraus kommt eine Art Kreatur. Ja, so. Körper eines, ich beschreibe es mal so, Körper eines Pinguins. Arme wie Flügel, aber ohne Federn und zwei Haken am Ende, dann dünne kleine Füße und einen Schnabel, extrem lang. Schaut euch an. Würfelt bitte auf Initiative. Ja, die 17. Ja, passiert. Ist doch okay. Du kriegst Vorteil auf Initiative, weil du darauf geachtet hast, auf was auf den Boden kommt. Das heißt, als es angefangen hat zu beben, warst du komplett vorbereitet. Vorteil heißt, ich darf nochmal noch mal würfeln und den besseren Wert von den beiden aussuchen. Erstmal so, ja, das ist eine Spitzhacke. Puh, durchatmen. Und dann ist so, sie fängt an zu vibrieren und leuchten. Und zwar so, oh nein. 25 bis 20. 20 bis 15. Ja. 16, 15, 19. Okay. Nara, danach 15 bis 10? 13, 12. Gut, dann fang mal an, Corin. Du siehst direkt vor dir dieses komische Schnabeltier herauskommen. Oh, Mist. Erste Reaktion. Ja, ich hole meinen Stab raus. Und ja, greif mal an, ne? Klopp drauf ein, Allah. Klopp mal drauf ein. Okay, du gehst drauf zu und hol's aus. Yes. Und schlägst. Go. Ah, vier? Ja, 4 plus, plus 5, 9. Nee, leider nicht. Du versuchst zuzuhauen, das Vieh dreht sich zu dir, weicht aus. Schneid dich an. Okay. Dann ist das Vieh auch selbst dran. Dreht sich sofort um zu dir und mit diesen gehuckten Armen greift es sich sofort an. Haben wir eine 17? Yes. Und eine natürliche 20. Ey, ihr habt halt einfach nicht Glück, es tut mir wirklich leid. Das heißt, zwei gekonnte Hiebe. Oh Gott, das sind viele Würfel. Ja, das sind viele Würfel. Oh, das sind auch noch gute Würfel. Oh. Was ist deine Max-HP? 42. 29 Schaden. Als der erste hook dir erstmal schön in die Schulter ran und der zweite von unten in dein Kinn rein und dich kurz hochhebt, als der Haken nun in deinem Mund ist und wieder rausgerissen wird. Snorri, du bist dran. Okay, wie viel Schaden habe ich gekriegt? Ich habe das gerade so mitgekriegt. 29. Okay. Sie flippt komplett. Wo alle sterben? Immer komplett am Lachen, wenn es Kampf geht. Sehr schön. Also. Ich fange natürlich mit meinem Vicious Mega-Schwert an. 7 plus 7. 14, das reicht. Hast du Sekunde? Ja, Vicious plus 7, ne? Ja. Reicht gerade nicht, nee. Das ist so knapp. Du berührst den Schnabel, aber du preist dran ab, anstatt richtigen Schaden verursachen zu können. Ich könnte nochmal, ne? Ja, könnte nochmal, ne? Mach nochmal, ne? Ja. 9 plus 7. Aber das reicht. Okay. Darf ich dann auch gleich Level Damage dann mit dazu machen? Ah, okay, sehr schön. Ja, ja. Okay, 3 plus 5, also 8 plus 4. 12 Schaden, sehr gut. Und. Darf ich dann noch eine Additional Action machen? Du hast als. Achso, yeah, Action Search. Ja, sehr schön, love it. Du schießt zweimal zu, das erste Mal verfehlst du, das andere Mal triffst du. Atmest kurz durch und ihr seht plötzlich, wie Snorri in super Geschwindigkeit nochmal. Zweimal angreift? Nee, einmal angreifen kannst du. Ja. Aber du kriegst keine Bonus-Action dazu. Ja, nee, ich frag mich gerade, ob ich doch jemandem irgendwie extra HPs gebe. Oder lieber draufdresche. Wer will extra HPs? Darf ich noch mal kurz überprüfen, ob du nur eine Action bekommst oder auch eine Bonus-Action? Weil wenn du auch eine Bonus-Action bekommst, kriegst du beides. Action Search. In a turn you can take one additional action on top of your regular action. Okay. Or a possible Bonus-Action. Ja. Also du kannst beides. Bonus-Action und Action. Action und Bonus-Action. Könntest sogar theoretisch zweimal noch mal angreifen, ja. Wow, also erstmal. Das ist deine Wahl. Habe ich jetzt damit hoffentlich distracted.
Ach, das heißt, es ist Second Strike. Mach ich jetzt einfach. Dann muss ich noch eine. Also ist dann Attack Damage Roll plus 1d8. Genau. Ja. Das waren also 12 plus 5. Ist das dann der Schaden, den er. Ja, ja, da kriegst du 5 extra Schaden. Bei dir steht jetzt zu deiner nächsten Runde, aber jeder, der als nächstes angreift, kriegt Vorteil. Ja. Nicht nur du. Dann bist du nochmal dran. Jetzt bin ich nochmal dran. Jetzt bist du nochmal dran. Oh mein Gott. Ihr seht, wie sie das Tier so haut und beim zweiten Hit quasi so zu sich lenkt, dass es komplett nur noch auf Snorri fokussiert ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, dann greife ich noch einmal an mit meinem Special-Schwert. 16 plus ist egal. Ne? 16 plus ist egal. Oder? Ja, doch, plus doch, reicht auf jeden Fall. Nicht. Ja. Ist dann 4 plus 5, 9. 9 Schaden, sehr gut. Und dann kann ich ja noch Bonus-Action und Corin. Sagen, hey, ich bin der Champion. Du schaffst das. Und komm, so, das ist unglaublich zusammen. Motivierend. Wow. Manu. Krieg ich noch ein Wort raus eigentlich? Ich meine, das ist hier gerade. Ja, doch. Okay. Geht, zusammen schaffen wir das. Okay. Du kriegst 5 Leben. Wenn du möchtest. Leben draus, sehr schön. Ja. Hab ja gesehen, wie du gekämpft hast. Du hast gesehen, wie ich gekämpft habe. Ja, gut. Ist jetzt die Aufmerksamkeit voll auf ihn? Ja, kann ich jetzt Sneak attacken? Aber sowas von. Dann Sneak attacken. Sneak attack mal rein hier. Also ja. Du sprintest drauf zu und von hinten die Ablenkung, die das Vieh auf Snorri hat, nutzt du sofort aus. Ja, mit meinem Fancy Pants Schwert. Fancy Pants Schwert? Mhm. Würfel plus 2, also das heißt. Du würfelst plus 2. Ja. Du hast eh Vorteil auf den Wurf. Attack. Ist das noch 20? Das ist eine Natural. Okay, dann bevor du irgendwas würfelst, gucken wir, ob dein 9 Lifestyle ihn killt. Wenn du willst. Willst du ihn damit instant finishen? Ja. Gut, schauen wir das mal. Oh mein Gott. Leider eine 17. Musst du 15 unterwürfeln. So oder so, Chris, mach ordentlich Schaden. Also, was? Also, du machst jetzt. Normalerweise macht das Schwert ja 1 D6 Schaden. So wie jedes Schwert. Mhm. Das heißt, du machst 2 D6 Schaden, weil es ein Crit ist. Okay. 5. Und 6. Ein 11. Dann plus 2 wegen dem Schwert sind 13. Mhm. Plus 3 wegen deiner Dexterity sind 16. Und jetzt würfel bitte deinen Sneak Attack, die 2d6. 2d6. Ja, okay. 16 Schaden plus 2d6 noch. 4. 1. 21 Schaden. Ordentlicher Stich. Das Vieh, find's nicht gut. Und du stichst es komplett hinten in den Nacken und du siehst, während es dich noch anschreit, siehst du hinten am Ende des Schnabels so ein Schwert. Aber es scheint noch zu stehen und sich jetzt zu dir umzudrehen und mal anzuschreien. Achso, kann ich eigentlich noch wieder. Mit dem zweiten Angriff. Du hast noch einen zweiten Angriff. Achso, ah, ja, stimmt. Ja, dann nochmal mit dem Schwert. Nein, du kannst nur nochmal mit dem Dolch angreifen. Achso. Ja, davon aus, du hast. Achso, steckt der ja noch jeder. So drin. Es geht auch so, wenn du zwei Hände, dann machst du mit jeder nur einmal angreifen. Macht Sinn. Okay, dann mit meinem Dagger. Plus 1. Dagger. 9 plus 6. Das trifft. Trifft genau, ja. 4 plus 4, 8. 8 Schaden, ordentlich. Auch der zweite Stich. Und jetzt mache ich wieder. Okay, du gehst raus, wie das Vieh eigentlich angreifen will, aber. Es nicht geht, weil du ein cooles Feed ausgewählt hast. Also kann es dich nicht angreifen. Dann Ken. Schaust durch den Gang, bist doch komplett so, okay, what the fuck is happening? Ich bin eh schon sehr, sehr konzentriert, was diese Spitzhacke und die Steine da angeht. Lenke meine Konzentration dann auf einen Zauber, der sich nennt Ray of Frost. Ah, okay. Whoa, Natural 20! Alter, ist ja zu gut, okay. Du, dass du so konzentriert warst, denn du siehst sofort beim Schreien und der offenen Wunde, dreht sich um zu Nara, schreit auch sie an und du siehst im Schnabel direkt, okay, du Schnabel. Gesundheit! Gesundheit. Ich dachte kurz, du wolltest was sagen, weil du warst. Der Ton. Unser Tonmann ist gerade gestorben. Okay, sehr schön. Du siehst, du kannst jetzt in den Schnabel zielen und crittest rein. Also 2d8 Schaden, weil es crittet. Jupp. 2. Uff. Und 6. 8 Schaden, sehr gut. Solide. Mag.
Max. Corin, Snorri, Nara, Ken, Max. Ich kenne Max. Ich kenne Max auch nicht. So, Elmo, go. Elmo hat seinen First-Turn-Bonus und zieht natürlich den Longbow. Hast du dir das letzte Leben hingeschrieben? Schießt. Ja. Und? Ich kaputt, Alter. So. Das wird eine 21. Das trifft hundertprozentig. Dann Jetzt wie habe ich gekriegt? Gucken. 5. Das sind 10 Damage. Das ist gut. Ist gar nicht mal so schlecht. Hast du schon alles im Plus gerechnet? Ja, ja. Und dann ballern wir direkt nochmal. Du machst extra schon in der ersten Runde, ne? Gleich mache ich. Das ist hier. Das war die zweite, Genau. Ja. Jetzt gut, wenn ich mal ein zweiter Turn. Also ich hoffe, ich mache den jetzt. Ja, easy. Das ist eine 20 insgesamt. Das trifft. Und ich spoilere dich mal, egal was du befisst, das Ding stirbt. Ich würde gerne trotzdem. Ja, klar, ich möchte wissen. Das sind 8 plus. Ach, nochmal. Das sind 12 Damage nochmal drauf. Ja. Wie möchtest du das machen? Oh, ich find's so toll. Das heißt quasi, das Vieh kommt aus der Erde. Weicht erstmal einem Schlag aus, kriegt dann sofort. 3, ich weiß nicht, wie du getroffen hast, Schwerthiebe ab, dann noch ein Schwertstich und ein Messerstich und noch einen Frostbolt und du bist derjenige, mein Kill. Und zwar, die gehen jetzt alle auf die Mitte, ja. Ich schieße erst die linke und dann die rechte, diese Klauen. Diese Klauen, okay. Ja, das ist so, er hat jetzt alles in die Mitte bekommen und jetzt nochmal. Okay, das Vieh ist komplett am Rumschreien, im Mund gefroren, alles am Bluten, holt nochmal aus und der erste Hit schaut dich an und der zweite und es fällt nach hinten. Boah, das war einfach. Als aus dem Boden. Kein Joke. Ein zweites kommt. Nein! Wow. Zum Ende eurer gesamten Runde. Ich wusste ja nicht, dass ihr es in einer macht, aber wie dem auch sei. Und zwar dieses Mal ein bisschen näher zu Nara. Steht nun in der Mitte von Nara, Snorri und Corin. Und ich schau mal, für wen es sich entscheidet. Din, din, yeah. Din, 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 din. Nara sprintet auf dich zu und holt wieder aus. Und haut drauf ein. Der erste Angriff ist eine 14. Ich hab 15. Ja, dann trifft das nicht. Zweiter Angriff ist eine 12 und trifft auch nicht. Zwei Angriffe, du weißt hier ohne Probleme aus. Und Corin ist wieder dran. Ja, ich spuck einmal Blut. Dann strecke ich mich. Drücke einmal meine Hand zusammen, es läuft mir wieder Blut die Hand runter. Mein Stab fängt an zu brennen, tatsächlich. Und ich kloppe von hinten auf dieses Vieh jetzt ein. Hoffentlich treffe ich. 17. Das trifft. 3. 1. Und 1. 4. Schaden. Wow. Stark. Krass. Haust mit voller Wucht drauf. Triffst nur den Schnabel, scheint nicht so davon beeindruckt zu sein. Aber es macht Schaden, Schaden ist Schaden. Dann wäre das andere Vieh dann schon tot. Snorri. Yo. Reinhard mit Vicious, meinem Lieblingsschwert, und hab eine 1 gewürfelt. Oh Gott. Okay. Sprintest aufs Zu, stellst dich zu den anderen, versuchst anzugreifen, verfehlst volle Kanne, haust sowas von fest auf den Boden, dass sich einmal komplett durchkribbelt. Greif nochmal an. Okay, gern. 7 plus 7. Reicht nicht. Mm-hmm. Auch der zweite Hit verfehlt. Ja, der, ja. Nara. Ja, greift ihn an. 11 plus. Was war jetzt? Oh, ich bin verwirrt mit dem Fancy Band Schwert. Fancy Band Schwert gibt dir erstmal plus 2, also 13. Dann okay. Plus deinen normalen Attack Bonus für jede andere Waffe, also 6. Dagger ist 6. Also ja, das ist nur der plus 1 Dagger, deswegen 5 darunter. Achso. Das heißt, du hast 5 plus 2 plus 11 sind 18. Das trifft. Okay. Ein Fancy Pants Schwert trifft. Cool. Das war jetzt 2d6, gell? Nein. 1d6. 1d6. 1d6 Schaden. Okay. 3. Plus 5. 8 Schaden. Fancy Pants Schwert in seine Fresse. In seinen Bauch, keine Ahnung. Fancy Pants stabs ihn. Und ich gehe wieder ein bisschen weiter hinter. Hast du immer noch deinen Dolch in der anderen Hand? Ach ja, aber ich vergesse das immer. Ja. I'm sorry. Ist das okay? Sonst tippe ich den noch einmal. Oder nicht? Okay. Oh. Das läuft hier. Du gehst weg. Du hast vergessen, dass du ein Messer nimmst. Ich gehe hier wieder so zu Ken. Ich dachte mal, du gehst direkt neben Ken. Oh, Ken ist verkehrt. Kann ich noch mit ihm reden? Ja, kannst du ein bisschen was sagen. Okay, wir müssen irgendwas tun, dass da nicht noch mehr
rauskommen. Ich habe schon eine Idee. Dann mach! Ui. Ken. Ich wirke einen weiteren Zauber, diesmal Eisbolt. Ziele jedoch nicht auf das Monster, sondern auf die Spitzhacke. Okay, interessant. Mach das. Lies mir mal Eisbolts durch. Creature oder? Hits oder, ja, Creatures. Schade, ich mach das nicht. Ja, die Sache bei denen ist halt, dass sie automatisch treffen, deswegen... Ja, ich verstehe das Problem. Die werden natürlich von Leben angelaufen. Ganz ungewöhnlich meiner Natur versuche ich loszulaufen und diese Spitzhacke zu erreichen. Okay. Wie weit liegt die von mir entfernt? 45 Fuß entfernt. Schaffst du also mit deinem Dash auf jeden Fall. Und okay. Dann kannst du es auch direkt in die Hand nehmen, wenn du das wollen würdest. Dann tue ich das. Alles klar. Du sprintest vor. Und es kommt noch mehr. Und du nimmst die Spitzhacke in die Hand. Und er hält die Spitzhacke in der Hand und die Hand und die Spitzhacke rum, rum, rum. Das ist am Leuchten und am Beben. Ja. Ja. Du hast noch eine Bonus-Action, aber ich glaube nicht, dass du was dafür hast. Ich fürchte, ich kann nichts mit meiner Bonus-Action anfangen. Okay. Nein. Gut. Dann Emo. Mach ich's, mach ich's nicht. Doch, ich mach's. Ich nehme mein Oath-Bogen. Mhm. Und du spürst, wie du diese Person, wie du dieses Vieh tötest. Aber sowas von. Und du kriegst die Unterstützung deines Bogens. Und der Bogen hilft dir direkt bei der automatischen Zielvorbereitung da drauf. Würfel mit Vorteil einen Angriff. Fitzen? Einer verfehlt es! Hinter dem Vieh, an dem Bett dran, steckt nun ein Pfeil. Sehr enttäuscht. Schaut Elmo den Bogen an. Ich habe eine Bonus-Action. Ja. Ich schmeiß den Bogen auf den Bogen. Okay, ich hebe ihn danach wieder auf, aber komm. Okay. Elmo, whatever. Das Vieh ist dran. Nara ist geflüchtet. Also dreht sich das Vieh doch spontan mal um zu... Warte, ihr... Beide verfehlt. Du hast, wer hat von euch jetzt getroffen? Du hast ich hab getroffen. Du nicht. Nee, du hast noch gar nicht gekämpft dagegen. Ja, dann dreht sich zu dir. Ey! Dreht sich zu dir um. My best friend. Oh Gott. Und greift an. So, Peter, du hast bisher noch echt nicht viel Glück. Mal schauen, nein, ob das jetzt weitergeht. Echt, ja, aber hey. Okay, 14 ist der niedrige. Nein, trifft nicht. Und der andere ist 22, ist 20 der trifft. Okay. Keine natürliche 20, also keine Sorgen. Aber eine 20. Und der zweite Hit macht Schaden in Höhe. Von 12. Trotzdem nicht ohne, als sich der Haken einmal quer. Was hast du gesungen? Nein, du hast nein, noch 5 Bonus. Ich hab die doch. Ach so. Ich hab die doch. Oh, geil. Du wirst erwischt und es reißt dir das weg und du denkst kurz an diese. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ich bin Champion. Ich bin Champion. Ich denke an diese Worte. Und du stehst noch. Ja, ich stehe noch, tatsächlich. Die habe ich doch glatt vergessen. Corin, du bist auch dran jetzt sofort. Okay. Bitte Champion, ja. Champion. Champion, Champion. Sie ist der Champion. Ich bin in ihrem Mai. Warte. Oh. Ja. Guck das Vieh ein bisschen böse an. Und klopf nochmal drauf. Go. Natural 20. Ja, geil. Dann kritt mal zurück, nachdem dich das andere Vieh so asozial gekrittet hat. Ja, mal gucken. 2. 4. 6. Und davon auch zweimal, ne? Das kettet mit. 1. Hey, yo. 1. 8 Schaden mit einem Crit. Nee, plus dein Bonus noch. Bonus, ach so, ja. 8 plus. Entschuldigung. Plus 3. Und dann nochmal 3. Also nein, ist das auf beide einmal. Würfel nee, oder nur einmal? Okay. Es verdoppelt nur die Würfel, nicht das Plus. Also 8 plus 11 Schaden. Okay. Du krittest und haust den Stab. Ich weiß nicht, wo man sonst drauf ziehen könnte. Auch in den Schnabel, an den Hinterkopf, also quasi durch. Und Snorri ist dran. Soll ich das Champion-Lied ein bisschen weiterführen? Ich singe dir ein Champion-Lied. Champion, du. Oh, 7 plus. Ui. Plus 2. 9. Wieder 9 Bonus hat. Du hast ein Champion, was Freund. Du kannst nicht verlieren. Champion, Champion. Sorry, kannst auch noch was anderes singen. Ey. Okay. Multiclass zu einer Bade singen. Ja. Okay, ja, und dann greife ich natürlich cool an. So! Mit einer 1? Ja, da triffst du nichts, du. Also gar nichts. Du bist selbst so im Rhythmus, dann ist das Wetter raus. Champion, 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 Champion. Er wisst gar nichts.
Ärgerlich. Ärgerlich, ja. Nara. Ich zücke meinen Hand Crossbow und fange an, auf den zu schießen. Ja, mach das. Mhm. Ja, mach doch. Ja, geil. Es war kurz eine Natural 20. Ich hab's gesehen, ist einfach rübergerollt. Richtig assi. Zwei. Trifft gar nichts, sorry. Kann ich nochmal? Nee. Warum nicht? Das ist mit dem Crossbow nicht. Ja, gut, dann halt nicht. Das kann ich nochmal. Kann ja sonst nichts machen. Dann mach ich nichts. Steh da. Cool. Lehn dich so an der Wand an. Sorry, Ken. Ich untersuche die Spitzhacke in meinen Händen. Okay. Kann ich das tun? Ja, das würde deine Bonus-Action mindestens. Auf ja. Was? Arcana? Wahrscheinlich. Mmh. Auf das Richtige. Oh, ja, es ist wirklich schwierig, aber... Ich sage mal, Arcana macht es auch. Ja, ich untersuche auf jeden Fall auf Arcana. Ja. Okay, dann go, Arcana. Go. Zwei? Zwei. Plus. Das ist los. Ziemlich coole, leuchtende Spitzhacke zu sein. Cool. Die erste Runde war so gut. Ja, also wirklich, jetzt den ersten habt ihr einfach sowas von schnell gekillt. Wir sind voll abgelenkt. Das ist noch eine Action. Ich weiß aber nicht, ob ich tun soll, was ich... Tu einfach. Da sind ja Löcher, wo die rausgekrabbelt sind. Ja. Wie lange brauche ich, um diese Spitzhacke da reinzuwerfen? Oder hinzulaufen und jetzt das jetzt diese Runde kriegst du hin, kriegst easy hin. Würde nicht meine Action sein. Du wirst laufen einfach vorbei, beim Vorbeilaufen das fallen lassen. Perfekt. Machst du das? Ja. Okay. Gehst also und direkt dort, wo die eine Leiche steht, und du siehst das Licht hinten, das geht irgendwann aus. Das Licht der Spitzhacke. Mhm. Das ist gut. Hm. Also bevor es aus deiner Sicht weitergeht, geht's aus. Noch irgendwas? Und jetzt habe ich noch eine Action, wenn ich richtig... Ja, das ist richtig, weil ich so gütig bin. Dann bin ich jetzt bereit für meinen Spell Ice Bolts. Ja, mach das. Drei automatische Hits, ein D6 Schaden. Richtig, das ist jetzt... Wie sieht das Viech nochmal aus? Wie soll ich das beschreiben, Leute? Ihr habt es auch gesehen. Es hat einen Schnabel und zwei Haken als Hände und sonst... Aber das war das erste Viech, oder nicht? Es sind beide, beides gleich. Bei denselben Viechern. Mhm. Okay, dann schicke ich alle drei Ice Bolts auf das Viech. Ja. Und für D6. Drei. Haben wir drei. Zwei. Zwei. Fünf. Und nochmal drei. Acht Schaden. Acht solide Schaden, als das Vieh einfach von Ice Bolts, die fliegen quasi um euch herum. Du siehst quasi um euch beide, weil ihr wirklich davor steht. Von einer von rechts, einer von links, noch einer von rechts auf verschiedenen Höhen. Diese kleine Eiswunden, die sich bilden, das Vieh wieder am Schreien. Elmo. Elmo. Mach ihn fertig. Nimmt seinen Bogen, spricht zu ihm. Finish him. Und du schießt. Mit Vorteilen? Ja, ich habe schon mal eine 19. Ja, das sollte reichen, aber wenn es das ein Crit ist. Das wird sogar dann 1 zu 1, 21, also gut. Ja. Das trifft, ne? Das trifft auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. 8. Alter. Plus, das wird 11. Nice. 17. Alter, wieso kannst du so... Okay, that's all. Das sind 22 Damage. 22 Damage? Hast du die zu deiner Dexterity auch dazu gezählt? Heißt nochmal plus 4? Ja. Also, dann habe ich 26 Damage gemacht. Alter Vater, dieser Pfeil durchbohrt es einfach komplett einmal mittendrin. Und ihr hört das immer noch hinten an der Wand. Und dein Bogen ist... Aber es steht noch. Und es ist wütend. Auf. Greift es weiter Corin an? Ich meine, Corin hat gerade gekrittet, während sie nicht gehit getroffen hat. Also ja, eigentlich greift es weiter Corin an. Sorry. Erste Hit auf Corin. Trifft. Wieso tanke ich eigentlich immer alles? Sorry. Erste Hit trifft. Das sind 8 Schaden. Du scheinst noch zu stehen. Oh Gott. Also richtig wütend und auch frustriert, dass du nicht einfach umkippen willst. Der zweite Hit. Er holt aus und hinter ihm das Bett, hinter ihm steht ein Bett und er holt aus und greift das Bett und kann nicht richtig rausholen, weil er sich an dem Bettlaken verhakt hat. Haken, weil er den Haken hat. Reißt das Bett ab und sein Haken ist komplett umwickelt mit einer Bettdecke und er schüttelt es rum und knallt es nach unten und dreht sich zu dir. Er hat natürlich 1 gewürfelt. Boah. Also, Corin. Ja, ich greif wieder an, ne? Ja, mach mal, ne?
Was ist das? Eins! Warum? Nimm doch andere Würfel! Na, das ist heute so. Kannst du dich doch heilen? Karin will heute nicht. Ja, keine Ahnung, auch du haust das Bett hinter dir, I guess. Du, okay, das ist meine Chance. Ach, Kacke. Amis. Amenor. Snorri. Kann sie nicht noch irgendwas machen? Machen? Bonus-Action? Ja, ich könnte, nein. Kann man sich in der Bonus-Action heilen? Nee. Schade. Nein, ich mach nicht. Eine Aktion. Eine Aktion. Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal so... Ich kann's nur noch einmal machen. Gott. Ich glaube, Additional Action habe ich doch auch schon einmal gemacht. Ja, hast du einmal gemacht, ja. Und das auch schon, okay. Okay, ich versuche zweimal anzugreifen, in der Hoffnung, dass ich ihn ablenke. Dann. Oh, ich könnte ihn ablenken. 10 plus 7. Ist das ein Treffer? Der Damage ist? 2 plus 5. Okay, 7 Schaden, sehr gut. Stichst es einfach in die Seite. Aber wenn ich jetzt dann nochmal angreife, dann müsste ich mit dem anderen Schwert das machen, oder? Ja. Ja. Nicht mit deinem Fancy-Fancy-Schwert. Nee, nein. Mein Fancy-Fancy-Schwert. Okay. 11 plus 6. Das trifft. Do it. Ja. 2 plus 4. Ohne die plus 4. Das zweite macht nur die. Na, dann, ich lasse diesen Bonus. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bin traurig. Okay. Und auch dieser trifft gut. Du slashst ihn einmal durch und du siehst, wie er nur noch schwer atmen kann. Nara. Ich sprinte auf ihn zu. Kann ich Sneak attacken? Ich glaube ja. Ich meine, das ist so bei Assassin. Yes. Dass du da einfach machen kannst. Gut, dann Sneak attacke ich mal. Sneak attack die Kacke weg. 8. Plus? Plus. Was ist das? Wenn sie mein Schwert ist plus 2, ja. Sind es ja schon mal eine 10. Und dann der Angriff mit Dexterity und Proficiency, das ist 2 und 3 sind 5, sind 15, das trifft. Schreib es dir gleich irgendwo auf, wir machen das gleich auf jeden Fall. Das trifft. Und I'm not stupid. Also, das ist ein D6, gell? Ja. Und dann plus 2 D6 wegen Sneak Attack. Genau. I got it. 1. 1, jetzt noch 2. 4. Mhm. 4. 9. Du bist tot. Du killst es. Wie willst du es machen? Ich sneake mich so ganz schnell an, gell? Und dann springe ich so hoch und stab ihn so richtig so durchs Gesicht so von oben. Okay. Ihr könnt das alle sehen. Ihr habt das nicht erwartet, denn sie steht halt dahinter und ihr seid quasi alle damit am Kämpfen. Du triffst nochmal zweimal und plötzlich ein Schwert von oben bis nach ganz unten. Und Nara mit den Knien auf seinen Schultern. Easy. Yeah. Oha. Ja, also ich würde sagen, es ist doch schon wieder Zeit, ne? Mit diesem epischen Tod beenden wir die heutige Folge wieder. Kommentiert uns Sachen, liked und abonniert und schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein, um zu sehen, wie diese Höhle weitergeht. Bis dann. Tschüss. Wie geht's dir? Sicher? Elmo, was ist denn da vorne? Da geht's einfach weiter, so wie es auf dem Plan eigentlich aussteht. Kannst du abschätzen, auf welcher Höhe wir uns befinden? Also wir sind noch nicht ganz so tief. Dann lass uns weitergehen. Als ihr an eine Kreuzung kommt, es geht geradeaus und nach rechts. Geradeaus, wenn du ein Stückchen weitergehst, siehst du aber, dass der Weg komplett zugeschüttet ist. Rechts soll es nach Plan einen Friedhof geben.